Ich sehe gerade, wir haben viel Zeit. Wir haben viel Zeit für ein schönes Thema, für das Thema Fußball. Wir haben einen Gast. Ich habe irgendwo in der Zeitung gelesen, er ist der Aussteiger des Jahres. Für uns ist er eingestiegen in unseren Hauptpreis. Herzlich willkommen, Udo Lattek. So. Das ist er, unser Suzuki, um den es heute für die geht, die richtig getippt haben. Wunderbar. So. Guten Abend, Udo Lattek. Darf ich Ihnen das Mikrofon geben? Gefällt Ihnen eigentlich... Nein, wir müssen uns ein bisschen darum wenden. Gefällt Ihnen eigentlich diese Bezeichnung Aussteiger des Jahres? Wissen Sie, die Bezeichnung ist mir relativ egal. Ich habe nur das gemacht, was ich für mich und für meine Familie für richtig gehalten habe. Und ich weiß, dass ich viel kritisiert worden bin. Und ich stehe zu der Entscheidung und ich bin im Nachhinein froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und für die, falls es zwei gibt, die das nicht wissen... Er ist vom Trainer hin zum Journalisten umgestiegen. Obwohl ich ehrlich sagen muss, wenn Sie mir das gestatten, ich kann irgendwie nicht glauben, dass der Mann nicht irgendwann wieder auf einer Trainerbank sitzt. Nein, mit Sicherheit nicht. Und ich kann jetzt, das ist mir vorhin noch eingeschärft worden, den Namen der Zeitung nicht nennen. Es hat nur mit Sport und Bildern zu tun. Und ich muss sagen, dass ich nicht mehr auf die Trainerbank zurückkehren werde. Das ist also endgültig. Ich habe jetzt noch vor kurzem mein Angebot aus Spanien gehabt und ich mag nicht mehr. Das war auch der Grund, warum ich bei Köln aufgehört habe. Für mich gab es nur noch zwei Dinge. Entweder wieder auf die Trainerbank zurückzukehren oder ganz aufzuhören. Man hat Ihnen ja immer nachgesagt, der Mann will mal Nationaltrainer werden, ne? Nein, das wollte ich früher vielleicht mal. Wenn ich früher das Angebot bekommen hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Aber jetzt, glaube ich, bin ich langsam aus dem Alter raus, wo ich der Nachfolger von dem jungen Franz Beckenbauer werden kann. Wie ist es denn jetzt, wenn Sie in den Stadien auftauchen? Sie wären heute Abend, wenn er nicht zu uns gekommen wäre, wir wissen das sehr zu schätzen, in München gewesen, wo die Bayern gegen Köln spielen seit 10 Minuten. Wie ist denn es, wenn Sie heute auf die Tribüne gehen und Sie treffen die Kollegen, die jetzt nicht mehr Kollegen sind, wo man sagt, komm Alter, sondern die plötzlich wissen, der Mann schreibt möglicherweise, was man dem sagt. Hat sich da das Verhältnis geändert? Ja, ich habe selten so viele freundliche Menschen um mich gesehen, weil viele Leute Angst haben, dass ich etwas Negatives über sie schreiben werde. Natürlich werde ich das tun, wenn etwas Negatives passiert, muss ich auch dementsprechend schreiben. Aber ich bin gerne bereit, Positives zu schreiben. Ich bin also nicht ausgestiegen, um andere Kollegen in die Pfanne zu hauen. Vielleicht bin ich sogar derjenige, der am meisten Verständnis für die anderen hat. Nun weiß man ja, dass Fußballvereine oft sehr empfindlich sind. Und sie nehmen ja kein Blatt vor den Mund, außer dem eigenen. Und es ist ja wirklich, dass wir nicht nennen dürfen. Haben Sie nicht Angst, dass vielleicht irgendwann mal ein Verein sagt, wenn Sie zu heftig zuschlagen, Sie haben jetzt, glaube ich, in der letzten Folge den FC Bayern etwas unter die Lupe genommen, dass die irgendwann sagen, der Mann kommt jetzt nicht mehr ins Stadion? Ja, das kann man nicht verhindern. Bei Max Merkel und Paul Breiten hat man das Gleiche schon getan. Und ich glaube, wenn die Vereine gut beraten sind, dann lesen sie diese Kritik und versuchen sich dieser Kritik zu stellen. Und ich bin immer gerne bereit, mit den Leuten zu reden. Man kann ja auch aus der Kritik heraus lernen. Es ist ja nicht so, dass zum Beispiel bei diesem Artikel über den FC Bayern, dass ich den FC Bayern vernichten will, sondern ich versuche aus meiner Erfahrung zu sprechen und versuche Dinge aufzuzeigen, die man vielleicht beim FC Bayern aus welchen Gründen auch immer verkehrt sieht. Wie war das bei Ihnen, als wenn man Sie mal so richtig in die Mangel genommen hat? Ist Ihnen das persönlich nahegegangen? Ja, ich war sehr empfindlich, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Und da denken Sie auch dran, wenn Sie jetzt schreiben? Ja, da denke ich auch dran, aber da muss ich durch. Ich habe das damals auch als Trainer weggesteckt und im Laufe der Zeit bekommt man eine relativ dicke Haut. Aber ich muss sagen, dass in den letzten 2 Jahren vielleicht, je älter ich geworden bin, meine Haut wieder dünner geworden ist und das auch mit ein Grund war, warum ich aufgehört habe. Herr Lattek, wir wollen nun diese dünne Haut hier erstmal gleich kaputt machen, denn es sind 150 Lose drin. Die 150, die Lose derer, die die Reihenfolge der heutigen Hitparade richtig getippt haben. Sie kennen die Geschichte mit den Lottoscheinen und den Interpreten, die dort in alphabetischer Reihenfolge drin stehen. Und wir haben halt gesagt, tippt mal und 150 haben richtig getippt. Es geht A, um eine Reise für 2 Personen nach Berlin, das wissen Sie, und B, um unseren Suzuki. Jetzt geht es erstmal um die Reise nach Berlin und Sie dürfen reinhauen. Ja, nur eine Frage, ist das eine dünne Haut oder eine dicke Haut? Eine ganz dünne Haut. Gut. Also es reicht, wenn... So, da haben wir. Heiko Kröger, Ginsterweg 7, 3014. Latzen 1. Heiko, in einem Monat, so du Zeit hast, die Schule dich weglässt, begrüßen wir dich hier im Studio 1 der Berliner Union Film. Den stecken wir ein. Den zweiten, den werden wir nicht vorlesen. Den ziehen wir nur. Früher hat er sowas in der Sportschau gemacht beim Tor des Monats. Heute macht er es. Gut, jetzt wollen wir telefonieren. Wir wollen sehen, was passiert. Also es ist eine andere Gegend als die, die wir eben hatten. Ja, das Telefonieren erübrigt sich. Wunderbar. Steht zwar extra ein Feld da für eine Telefonnummer, aber es steht keine drauf. Und die Postleitzahl anrufen wollen wir nicht. Also, dieses nagelneue, wunderschöne Auto geht, und ich hätte es Ihnen gerne selber am Telefon gesagt. Sie geht nach
6501 Partenheim, Wörstadter Weg 1 zu Liesel Gräf. Liesel. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Mir fällt gerade ein, ich darf Sie ja nicht weglassen, ohne den Udo Lattek eines zu fragen. Wer wird denn deutscher Meister? Schaffen es die Bayern wieder? Ja, das wird sich jetzt in dieser Woche entscheiden. Das wird davon abhängen, wie das heutige Spiel ausgeht. Und der große Knaller, glaube ich, ist jetzt am Samstag. Ich werde auch in Bremen sein. Bremen gegen Bayern München. Und wenn heute nichts Außergewöhnliches passiert, dann wird meiner Ansicht nach am Samstag zumindest eine Vorentscheidung getroffen. Wir werden es erleben. Sie strahlen eine ungemeine Ruhe aus. Wie ist es, wenn Sie heute vor so einer Sendung hier sind? Sind Sie da aufgeregter als früher, wenn Sie jetzt meinetwegen noch Trainer des FC Bayern wären, vor dem Spiel gegen Köln? Nein, überhaupt nicht. Aufgeregt mussten Sie sein. Ich habe das vorhin noch gemerkt. Sie sind verantwortlich dafür. Ich komme hier nur rein, muss ein bisschen reden. Das ist gar kein Problem. Vor den Spielen war ich furchtbar aufgeregt. Genau wie Sie. Und das ist richtig. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich vor den Spielen nicht mehr aufgeregt bin, dann muss ich aufhören. Und ich habe mich gefreut, dass Sie aufgeregt sind. Sie brauchen also nicht aufzuhören. Dankeschön. Und er ist nächste Woche wieder in Berlin. Dann nämlich, wenn es hier um das Vierländerturnier geht. Schweden, Sowjetunion und Argentinien sind ja hier. Und natürlich die deutsche Nationalmannschaft. Und dann, glaube ich, auch für die Kollegen der ARD kommentieren. Ne? Nein, ich kommentiere während der Europameisterschaft. Jetzt, während dieser Zeit, werde ich nur für die berühmte Zeitung schreiben. Gut. Udo Lattek, ich bedanke mich herzlich fürs Kommen. Und wir wissen das gerade in Anbetracht des Spiels in München heute Abend sehr zu schätzen. Vielen Dank. Nicht zu lange, gerne geschehen. Die nächste Hitparade gibt es dann, wenn das Vierländerturnier längst gelaufen ist. Da stehen wir schon fast vor der Europameisterschaft. Die gibt es am, oh Gott, Mittwoch, 20. April um 19.30 Uhr mit neuen Interpreten. Es gibt viele, die bereits im Wartestand sind. Ich bin sehr gespannt, wer dann dabei sein wird. Wir werden auch dann wieder einen Ehrengast haben, wie heute Udo Lattek, der die Gewinner am Ende zieht. Ich habe mich gefreut, dass Sie heute dabei waren. Schön, dass Sie gekommen sind. Kommen Sie gut nach Hause. Und es fehlt uns natürlich der Siegertitel. Letzten Monat war er auf Platz 6 oder 7. Die Titelmusik aus Anna. Guillermo Macena, Our Love is a Tango. Schönen Abend, vielen Dank, Udo Lattek. Tschüss.